Ich bin immer im Advent. So beginnt ein zeitgenössisches Gedicht eines protestantischen Pfarrers. Ich bin immer im Advent. Und gestern las ich dann bei einem alten Bekannten auf Facebook die Bemerkung: Gott sei Dank ist in 5 Wochen wieder Zeit im Jahreskreis. Dies Jahr dauert es nicht so lange. Dann sind wir da wieder. Dann ist das alles vorüber. Also was denn jetzt? Wofür würden wir uns entscheiden, liebe Schwestern und Brüder, wenn Sie wählen könnten heute am ersten Advent? Ich bin immer im Advent oder 5 Wochen ist der ganze Kram vorbei? Das hängt ein bisschen davon ab, wie wir vom Advent denken oder wie wir im Advent denken. Wenn wir an den Berg von Arbeit denken oder den Stress, die ganzen Treffen oder Vorbereitungen, Einkäufe, die Stadt ist permanent blockiert, man kommt nirgendwo hin. Ich bin immer im Advent. Nein, danke. Also doch, ist es doch gut, wenn es dann irgendwann vorbei ist. Ich bleibe einmal bei der ersten Aussage. Ich bin immer im Advent. Denn das ist nicht nur die Stimme eines Poeten, eines Einzelnen, der so spricht. Eigentlich ist es die Stimme der Kirche, die so spricht. Ich bin immer im Advent. Das sollte uns eigentlich das Selbstverständlichste der Welt sein. Mindestens an 2 festen Punkten der Messe, der Messfeier, kommt das immer vor. Wir können uns einmal herausreden und sagen, na, da betet es ja nur der Priester, aber beim ersten Mal beten wir es alle gemeinsam. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Ich bin immer im Advent. Und nach dem Vaterunser im sogenannten Embolismus heißt es, damit wir das Kommen unseres Erlösers, es steht im Lateinischen sogar direkt das Wort, Adventu, damit wir das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. So spricht die Kirche seit 2000 Jahren. Ich bin immer im Advent. Was bedeutet das? Welche Auswirkungen hat das? Es gibt eine Gefahr dabei, die dürfen wir nicht verschweigen und die hat das erste Christentum auch schon gehabt. Wenn Paulus im Thessalonicher Brief schreibt, es geht nicht an, dass einige von euch auf dem Marktplatz sitzen und sagen, wir schaffen nichts mehr. Also wir lassen jetzt Weihnachten Weihnachten sein, den ganzen Stress weg. Ich meine, das wäre vielleicht mal eine Maßnahme, aber wir arbeiten auch nichts mehr. Denn wir warten auf das Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Klammer auf, ich finde, das hat durchaus etwas Bestechendes, auch wenn es nicht richtig ist. Vielleicht würde man sich heute mehr solcher Menschen wünschen, die das wirklich einmal deutlich machen. Aber die Kirche, auch wenn man immer etwas anderes lesen kann, ist hochvernünftig. Paulus, die Apostel, Christus selber. Er fordert uns nicht auf dazu, die Hände in den Schoß zu legen. Nein, aber sehr deutlich, heute mehrfach im Evangelium. Und deshalb steht dieses Evangelium am Beginn der Adventszeit, am ersten Advent, damit wir in diese Grundhaltung der Kirche wieder eingeübt werden, seid wachsam. Das heißt nicht, die Welt sich selber zu überlassen und sagen, lass sie doch vor die Hunde gehen, ist mir doch egal. Lass sie doch in ihrem Dreck verkommen. Wurscht. Wir warten auf unseren Erlöser. Das ist zu einfach. Jeder, der nachdenkt, wird das erkennen. Aber da gibt es die andere Gefährdung, in der unsere Welt und unsere Kirche auch sich zunehmend verstrickt, bis hier oben hin. Wir machen uns plausibel, indem wir uns in die Geschäfte der Welt verstricken lassen, indem wir karitativ tätig sind. Wer wollte das bestreiten, dass das notwendig ist? Und dann lesen wir diesen merkwürdigen Satz heute beim Propheten Jesaja. Eure Gerechtigkeit ist wie ein schmutziges Kleid. Denn es verliert sich in sich selber. Es hat keine Richtung mehr, keine Orientierung mehr.
Wie Laub sind wir alle verwelkt. Denn niemand ruft deinen Namen an. Keiner rafft sich dazu auf, festzuhalten an dir. Das ist die Vertiefung dessen, liebe Schwestern und Brüder, was Jesus mit der Wachsamkeit meint. Es ist wichtig und gut, sich für Gerechtigkeit in dieser Welt einzusetzen und Hand anzulegen. Aber wenn wir meinen, wir könnten sie herstellen mit noch so gut gemeinten Aktionen oder manchmal auch nur Aktionchen, der irrt, wenn ihm die Richtung fehlt. Niemand ruft meinen Namen an. Auch dieses Zeugnis muss es in der Kirche geben. Und vielleicht, arbeitsteilig, wie wir heute in unserer Gesellschaft sind, kann nicht einer alles tun. Aber es braucht Orte, es braucht Menschen, die nichts anderes tun, als wachsam zu sein und den Namen des Herrn anzurufen, damit die Gerechtigkeit, die auch in der Kirche und durch die Kirche praktiziert wird, nicht ein schmutziges Kleid wird, ein alter Lumpen, den niemand anschaut, den niemand versteht. Beides gehört zusammen. Und das ist die große Botschaft des Advent. Dass wir uns wieder einüben, dass wir uns im Advent nicht verlieren im Blick, naja, jetzt sind es nur 3 Wochen bis Weihnachten und das war's dann wieder mit dem Advent. Nein, ich bin immer im Advent. Ich möchte Ihnen das ganze Gedicht vorlesen. Und damit Sie nicht Angst haben, dass Sie sich alle 3 oder 4 Strophen merken müssen, werde ich es am Ende auch, wenn wir es Ihnen austeilen, am Ende des Gottesdienstes, damit Sie es durch Ihren Advent mitnehmen. Immer im Advent. Ich lebe immer im Advent, weil diese Zeit die Sehnsucht kennt nach Gott und seinem Lichte. Die Welt kann mir nicht Heimat sein. Sie lässt mich schließlich doch allein und macht, was war, zunichte. In Gott ist Heil, in ihm ist Ruh. Drum strebt ihm meine Seele zu, damit sie Frieden findet. Es irren rastlos Geist und Sinn, bis ich dort angekommen bin, wo alles dunkel schwindet. Den Frieden, den mir diese Welt doch stets verwehrt und vorenthält, den kann nur Gott mir geben, der alle Fülle in sich hat, der macht die Seele reich und satt und schenkt mir wahres Leben. Ich lebe immer im Advent, weil in mir das Verlangen brennt nach Gottes Angesichte. Ich glaube fest, am End der Zeit, da stehe ich von Not befreit in seinem Glanz und Lichte.